Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fieber 2. Fieber sage ich schon, Fieber 2. Und auf der Karte, wie man sieht, wenn ich hier Spiel Aden wähle, Ruhrregion Hagen, Dortmund. Und wenn wir uns hier die Mods anschauen, weiß nicht, ob das so klug ist, denn ja, hier sind einige Mods dabei, der es dann heißt, hey, wenn du diese Mod jetzt entfernst, wird das Spiel wahrscheinlich abstürzen oder nicht mehr funktionieren. Aber naja, ich wollte diese Karte spielen. Sie sieht sehr cool aus. Aber ob es generell eine gute Idee ist, keine Ahnung. Ich hatte jetzt einfach Bock drauf, denn am 9.3. erscheint ja ein neues Update für dieses Spiel. Sehr großes. Es wird auch für Konsolen verfügbar sein. Und für den PC gibt es aber auch ein großes Update. Habe ich schon ein bisschen was gesehen. Performance und einige Änderungen. Vor allen Dingen Waren werden hinzukommen. Und so weiter. Und ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. Hoffentlich funktionieren dann die Mods noch. Denn ja, sind jetzt halt einige im Einsatz. Okay, bevor wir das Ganze hier starten, ich habe mal auf 20 Millionen noch gesetzt. Die Straßen sind nicht unser Eigentum. Manche Maps starten ja mit Eigentum des Spielers, damit nichts mehr veränderbar ist. Möchte ich aber ausgeschaltet haben. Vor allen Dingen haben wir eine Mod, in der sich die Städte schöner entwickeln. Statt dieses ja, Straßen-Grid-System. Von daher würde ich sagen, fangen wir hier mal mit ja, 14 Millionen an. So, und das verändern wir jetzt nicht mehr und gucken mal, ob wir damit auskommen. Beziehungsweise, wenn wir einen Fernstart wollen, 1910, das kostet so eine Lok, die kann durchaus mal 8 Millionen kosten. Ne? Ich denke, das wird ja 14 Millionen Startkapital ist schon in Ordnung. Okay, überlegen wir uns, wie wir das jetzt machen. Ich gehe mal auf die Städtestatistik, wir können ja mal langsam laufen lassen. So, nach Größe sortiert haben wir einmal Dortmund mit 300 Einwohnern. Wachstum, ja, stark, weil ist wahrscheinlich die Hauptstadt, ne? Beziehungsweise das Hauptaugenmerk auf dieser Karte. Dann haben wir Hagen, das ist ziemlich weit weg und die möchten, ja, Werkzeuge und Maschinen. Dann haben wir Hörde und Witten. Und dann geht es schon weiter mit Hombruch, aber das liegt schon unter 200. So. Und da ich eigentlich gerne mit Treibstoff anfange, weil das eine gute Einkommensquelle ist, hätte ich gesagt, Dortmund ist dann nicht so optimal wegen Baumaterial und Lebensmittel. Mit Lebensmittel habe ich immer wenig Einnahmen gemacht in den letzten Testmaps. Warum auch immer, vielleicht baue ich auch einfach zu groß. Aber ich würde sagen, ich gehe dann zuerst mal auf Treibstoff, damit auf jeden Fall Einkommen reinkommt. Und das wäre dann Witten. Dortmund liegt hier, dann hätten wir noch später auch eine schöne Verbindung ja, für Passagierzüge zwischen Dortmund und Witten ist da oben. Dann hätten wir noch zwei Zwischenstädte dazwischen, Rüdinghausen und Hombruch oder Orte, wie auch immer. Die könnte man dann auch verbinden für mehr Passagierverkehr. Ich möchte später hier in Dortmund einen riesigen Bahnhof haben, in den sehr viele Züge ein- und ausfahren. Das wäre so das, ja, das Playlisten-Ziel, nenne ich es mal, das Let's Play-Ziel. Und mal schauen, wie viele Folgen daraus werden. Auf jeden Fall also Witten, okay. So, wenn wir Witten gucken, Treibstoff ist auch super. Wir haben hier zwei Ölquellen in Rüdinghausen. Sehen. Jetzt müssen wir noch eine Raffinerie finden. Ich denke, ich habe das schon irgendwo eben gesehen. Da oben ist auch noch eine Ölquelle, falls wir eine dritte möchten. Hier ist eine Chemiefabrik. Chemie möchte man nicht. PFAS und so, alles. Und da unten ist Klarenberg. Und von hier geht es dann mit LKWs, würde ich sagen. Jetzt von hier rüber. Denn auf dieser Strecke lohnt sich wahrscheinlich kein Zug. Machen wir nur miese. Dann geht es aber von hier per Zug nach Witten. Also den ganzen Weg wieder zurück. Am besten bauen wir also den Weg so, dass zwei Züge davon profitieren können. Wahrscheinlich auch einfach zweigleisig. So, und wenn wir das alles haben, gucken wir, dass wir den Treibstoff, beziehungsweise Treibstoff haben wir ja dann schon in Witten. Dann möchten wir noch irgendwas mit Dortmund machen. Oh, die haben jetzt schon vier Produkte, die die wollen. Versorgung, naja, okay. Dann versorgen wir mit einer Ressource noch Dortmund und fangen dann an, ja, Passagierzüge zu bauen, würde ich sagen. Let's go. Okay, was eventuell auch eine kleine Herausforderung wird, sind die Höhenunterschiede. Denn wenn man jetzt mal schaut, Höhenlinien,
Ja, sieht unscheinbar aus, ne? Aber schaut mal. Da sind schon ein paar Höhenunterschiede drin. Zu unserem Weg hier hinten hin. Hier ist Witten, hier sind die Ölquellen und da hinten ist die Ölraffinerie. Mal schauen. Ja, das geht noch. Ist eigentlich relativ flach, aber wir müssen da trotzdem ein bisschen drauf achten. So, ich möchte bitten, wir brauchen Treibstoff in Witten. Okay, also ein Bahnhof. Und damit wir die Ressourcen wahrscheinlich von beiden Ölquellen bekommen, müssen wir das wahrscheinlich hier so in der Mitte platzieren und dann verbinden irgendwie, damit wir beide erreichen. Denn wenn ich das jetzt so hier hinstelle, komme ich wahrscheinlich nicht ran. Ne? Sehen wir, wenn das verbunden ist, da sehen wir keine Vorschau, ob das dann verbunden ist. Das finde ich ein bisschen unglücklich, dass man das nie sieht. Jedenfalls, wir könnten mal hingehen, Straßen, kleine Straße. Kann ich das erstmal irgendwie, muss ich das manuell anbinden, anscheinend. So, hier eine kurvige Straße. Wobei, die hätte man auch mit Landstraßen bauen können. Das sieht ein bisschen realistischer aus. Zum Moment noch. So, das hier möchte ich auch verbinden. Schön. Hier eine kleine Kurve rein. So. Jawohl. So, haben wir das schon mal angebunden. Okay, verlegen wir einfach mal unsere theoretischen Gleise. Ich würde doch das hier bevorzugen. Hier ist ein Stück Wald, ein bisschen neben den Feldern und so weiter. Ich ziehe einfach mal hier eine Trasse. So. Ein bisschen niedriger, höher. So, hier ziehen. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir das bis hier hinten planen bis, oh, 2,2 Millionen schon. Das wird, wir kommen mit 14 Millionen wahrscheinlich doch nicht so gut hin. Und hier macht er riesige Senken rein, ja. Weil wir jetzt viel auf einmal bauen, ne? Wir müssen das ja, granularer planen, so wie es ausschaut. Also ich würde erstmal sagen, hier vorbei. Warum geht das nicht? Hoch. Hier nimmt er auch sehr viel. Ja. Okay. Also noch granularer. Erstmal hier planen. Und hier gucken, dass er nicht zu viel in Landschaft einschneidet. Weil er hier auch schon ein starkes Gefälle hat. Ne? Selbst bei dieser kleinen Strecke, ey, sind da so riesige Unterschiede bei. Wir schauen mal in Höhenlinien. Und tatsächlich, hoi, 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 hoi. Sehen hier, hoi, hoi, zwei riesige. Hier ist aufgebauscht und hier ist, naja, eingelassen. Lässt sich jetzt erstmal nicht ändern. So, hier geht die Steigung nach unten. Naja, okay. Das wird eine Herausforderung, wie das ausschaut. Eieieiei. Okay. Hier hinten müssen wir hin. Das kann ja was werden. Wenn ich da einfach hier einen Bogen ziehe, um da später irgendwie in die Nähe von Raffinerie zu kommen. Ich glaube, wir müssen hier einfach einen Tunnel bauen, oder? Geht nicht anders. Okay. Dann müssen wir später mit den Malwerkzeugen drüber, wie genannt, mit Terraforming Tools, damit das alles ein bisschen natürlicher aussieht. Hier stellen wir direkt die Straße wieder her. Mit der Landstraße würde ich das verbinden. So, kann man dann hier. Ne, wenn da schon ein Tunnel ist, könnt ihr auch darüber, oder? Das jetzt auch? Ne, mehr doch hier mit M. So, 12.000 hört sich besser an als 80.000 oder 120.000. Die Straßen gerne verbunden werden, wenn es denn sein muss. Okay, so ist das gemacht. Dann gehen wir wieder auf die Gleise und machen weiter. Hier bei der Straße. Okay, ist da was? Dann sage ich trotzdem bauen einfach mal. Nehme hier die Straße weg und würde die Straße dann extra. So, 1000, jawohl. Die dann verbinden, damit die Kurve natürlich aussieht, gehen wir wieder hin. Straße und so. Okay, und dann nachträglich vielleicht jetzt schon ein klein bisschen mit Maltool. Vergessen. Das muss jetzt für den Anfang reichen. Relativ natürlich aus. Ich muss jetzt aufpassen. Also wir müssen uns wahrscheinlich für die erste Zugstrecke mehr Geld geben, weil ihr seht schon, wenn ich da jetzt noch ein bisschen rumspiele, kommen wir probieren es einfach mal. Ja. Geld ist ruckzuck weg, ne? Der Pinsel ist jetzt nicht mal wirklich weich eingestellt. 5 Millionen, ihr seht, das geht rapide. Rapide geht das in den Keller.
So, dann hierüber würde ich sagen, überall 120 km/h, das sieht doch gut aus. Komm, lass uns das bauen. Dann gehen wir zu den Gebäuden und bauen den Güterbahnhof. Auch Richtung drehen, ungefähr schon angepasst an die Schiene, dass das gerade wird. Ihr seht schon, ein paar kleine Problemchen. Die bekommen wir alle in den Griff, ne? Wenn wir keine Herausforderung hätten, wäre es ja auch langweilig. Bau die mal so und dann in diese Richtung. Ob sich jetzt eine schöne Kurve erstellen lässt. Ja. Ach, so liebe ich das. Schaut mal. Herrlich. So, und das Ganze noch mit der Hauptstraße verbinden. Dann sieht das nochmal ein bisschen realistischer aus. Hier vielleicht auch noch eine Anbindung. So, okay. So kann ich das sehen lassen. Wahrscheinlich haben wir auch Verbindung. Jawohl, haben wir. Gleis dann zu Ende führen. Auch ein bisschen Unterschied. So, okay. Machen wir so. Lässt sich sehen, würde ich einfach mal behaupten. So, das Geld reicht auch jetzt nicht mehr für einen anständigen Zug. Wir machen hier mal die Werkzeuggröße höher. Glätten das Ganze noch ein klein wenig, damit es realistisch aussieht. Also hauptsächlich geht es hier um den Schönbau, ne? Und um eine coole Zugstrecke, die ganzen Verbindungen etc. pp. Trotzdem möchte ich natürlich realistisch Geld machen mit dem Ganzen. Der Wirtschaft. Das heißt, so eine kleine Kombi aus Einnahmen und Schönbau sollte schon vorhanden sein. Nur Schönbau ohne Realismus oder annähernd Realismus wäre halt auch blöd, aber wir müssen uns hier ein paar Millionen mehr geben. Wir kommen damit einfach nicht aus. Das sind jetzt 9 Millionen. 13 vielleicht. Können wir dann mit noch arbeiten. Wir müssen noch ein ganzes Stück hier rüber. So, würde ich jetzt einfach mal, hier sind die ganzen Felder schon wieder, ne? Können wir die 90 beibehalten, indem wir einfach hier durch. So, machen wir das einfach so. Wir kommen nicht drum rum. Wieder ein bisschen malen. Terraform. So. Kosten. Oh, ihr seht schon, Kosten, da geht's ab. Ja, wir müssen am Anfang ein paar Gelder halt in die Hand nehmen, um das Ganze cool aussehen zu lassen. Und hier ist auch wieder, hätte ich mal, war doch vielleicht nicht die richtige Entscheidung, ne? In diese Richtung ist hier gewesen. Unsere Gleise sind hier. Geht's ein bisschen runter und dann hier entlang. Dann zu den Ölfeldern. Ich glaube, das hier wäre besser gewesen. Komm, ich ziehe einfach mal eine ein Gleis. 464. Oder was? Ich ziehe das jetzt einfach so. Sage trotzdem bauen. Dann wird hier jede Straße halt neu gemacht. Schauen wir mal, inwieweit wir das hinbekommen. Das gleiche wird dann auch hier oben gelten. Ich habe hier schon ein bisschen was angebunden. Oder was? Das nehmen wir dann auch weg. Wir bauen diese Hauptverbindung anders. Die Straße und so weiter und so fort. Wir lassen mal ein bisschen weiterführen das Ganze. Aber so, und dann kleine schöne Kurve rein, auf einmal so wirklich gefällt. Muss mal ein bisschen nachbessern. Ja. Leichte Kurve. Okay. Weil hier leicht relativ ist. So, okay, angebunden. Und hier die Straße, die reißen wir auch ab. So, dann kann ich das Ganze so verbinden. Dann hätten wir hier einen sauberen Verlauf von Straße. Hier könnte dann der Bahnhof hin. Wobei, jetzt ist halt fraglich, wie baut man diesen Bahnhof? Ne? So, hier eine Abzweigung. So, und dann nochmal den Bahnhof und dann schauen wir mal. Ja, wir bekommen Verbindung mit beiden. Ist beides verbunden, wir haben trotzdem den Bahnhof hier. Und könnten die Gleise irgendwie... So langsam bekommen wir das System rein. Wir müssen dann auch zwei Züge fahren können. Das kommt alles später. So, 120 km/h. Kosten so gering wie möglich halten. Ziehen. Nicht ganz. 71.000. Ja, komm. Ist notwendig. Was soll ich machen? So, 75.000 hier noch ein bisschen abreißen und dann noch eine Ecke ziehen. So, immer noch 120 km/h. Wir haben eine leichte Kurve, was ganz cool aussieht. Allerdings müssen wir hier uns wieder um ein bisschen Realismus kümmern. Terraforming.
aber schon deutlich besser. Okay, und hier die Straßen, die dürfen wir nicht vergessen. Denn ihr kennt mich, ne? Wenn ich die jetzt nicht setze, dann ist halt vorbei. Dann ist, ja. Interessante Kreuzung. Nee, kann ich das zuerst der geraden Straße vielleicht bitte so... Ah, so. Ja, okay. Klappt schon besser. Dann ein bisschen Kurve rein. Okay. So, so kann ich damit leben. So, und dann würden wir das erste Zugdepot auch schon bauen. Wie man sieht, ich habe hier auch Förderbänder und sowas, ne? Die möchte ich natürlich auch mal ausprobieren. Aber zuerst Straßenfahrzeugdepot. Ne, das ist falsch. Ich müsste hier auf die Züge. Okay, jetzt drehen wir das Ganze und bauen das hier hin, wo wir noch einiges an Distanz haben und Geschwindigkeit trotzdem relativ hoch. Zum Beispiel so möglich. Und das gleiche, den gleichen Abstand, den messe ich jetzt einfach, das seht ihr nicht, mit den Fingern. So, okay. Sieht ungefähr gleich aus in beide Richtungen. Wir setzen die Signale einmal hier, einmal an Seite. So, wäre das getan. Dann müssen wir gucken, ha, wo haben wir eben die anderen Gleise gebaut? Hier, okay. Wir müssen nämlich hier noch anbinden. Das ist noch gar nicht gemacht. Hier noch nicht fertig. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Okay, 318.000. Das war eigentlich auch wieder ein bisschen zu teuer, aber... Naja, okay, wir haben einen coolen Tunnel. Komm, warum nicht? Wir malen ein bisschen rum. Hätten dann... ethisch eine komplette Anbindung, oder? Wir schauen einmal an hier entlang. Hier ist ein cooler Tunnel. Fällt mir, hier geht's. Jawohl. Zur Ölraffinerie. Und das Ganze müssen wir eigentlich zweimal haben. Denn beide Züge auf einer Spur, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Von daher müssen wir das Ganze eigentlich noch einmal nachziehen. Okay, wir passen noch den Bahnhof an. Die Gleise sind mittlerweile nachgezogen. Wir brauchen Plattformen, Güterplattformen. Wenn ich das aus den letzten Spielen, die ich gemacht habe, nicht ganz falsch verstanden habe, ja, habe ich natürlich hier falsch platziert. Ach, herrlich. Okay. Gleise. 2, 3, 4. Plattformen, Güterplattformen. Bin gespannt, ob diese zwei Plattformen reichen werden. Wir schauen einfach immer, dass die hier über Kreuz einen ausfahren können an diesen Frachtbahnhöfen. Und dann sollte alles funktionieren. Gleise hier verbinden bitte. Hier ist nicht ganz parallel. Da habe ich wohl falsch gebaut. Das reißen wir wieder ab. Und die Anbindung an unser Zugdepot musste ich auch abreißen. Denn ja, zuerst kommt hier... Hier ist auch schon nicht parallel. Okay, das sieht schon besser aus. Wird wieder okay geklickt. So, okay. Kreuz einmal verbinden. Hier die Signale setzen. Das heißt, wenn der Anzug rauskommt, kann der nach links fahren, kann hier entsprechend in das richtige Terminal einlaufen, dann rausfahren und umgekehrt. Schauen jetzt mal, was uns ein Zug kostet und was wir damit verdienen können. Auf der anderen Seite müssen wir das gleiche natürlich auch noch tun, denn da ist noch keine Anbindung. Konfigurieren Gleise. Hier, das kostet auch wieder ein bisschen was an Geld. So, die Plattform. Okay. Zugdepot, Fahrzeug bzw. Linie erstmal. Von der Ölquelle Witten. Ich darf um Witten nach. Ja, zu Neuasseln. Und würde sagen, hier soll die Fracht auch voll geladen werden. Zumindest mal eine Fracht. Und dann wären wir schon bei unseren Fahrzeugen. Wir werden jetzt die A35 benutzen mit 100 km/h Geschwindigkeit, eine Dampflok. Und schauen mal, ob wir mit 7,5 Millionen überhaupt hinkommen. So, beliebige Gütertypen. Nein, wir möchten Öl transportieren bzw. Rohöl. Aber das Gleiche. Wir hatten hier einmal einen Kesselwagen mit 80 km/h und 9 Kapazität. Und das wird der auch werden, den wir nehmen. Denn 50 km/h ist ein bisschen, ja, schwach. So, und für 7,5 Millionen, ah, das klappt noch gerade so, können wir 81 transportieren. Den würde ich kaufen und direkt auf die Linie 1 schicken. Die möchten wir auch benennen. Das wäre
Rüdingshausen und das hier ist Witten. Ich nenne es Witten. Wittenöl zu... Okay. Damit kann ich was anfangen. Mal schauen, ob wir später ein besseres Pattern dafür finden, ein besseres Schema. Lassen wir jetzt erstmal so und würden dann sagen, Start, ich fokussiere den Zug und wir wollen natürlich sehen, wie der herauskommt. Herrlich, schaut mal. Ach, schön. Ah, macht das Spaß. Nochmal hart drücken. Boah, sieht schon cool aus. Hinten fahren auch schön Fahrzeuge rum. Herrlich. Da komme ich da auch irgendwie mit der Kamera hoch. Nee, ne? Wir lassen mal an Einziehen hier, an uns. So gefällt mir das. Unser erster Zug. Tut. Schön gemacht, schön gemacht. So. Und dann würde ich das einfach mal laufen lassen und schauen mal, was die Einnahmen machen, ob die so bleiben und ob wir irgendwie positiv kommen. Falls nicht, müssen wir da ein bisschen nachsteuern. Freuliche Nachricht, wir scheinen so langsam in die Region zu kommen, dass wir Einnahmen erzielen. Und wenn wir genug Kohle haben, werden wir einen weiteren Zug hinzufügen. So, erfreuliche Nachricht, wie man unten sehen kann. Wir machen jetzt einiges an Gewinn und sobald der Kontostand hoch genug ist, wird es einen weiteren Zug geben oder mehr Zugwaggons und ja, dann sollten wir safe sein und dann bauen wir den Rest. Das war's mit der ersten Folge. Denkt an den Support, Daumen, Feedback und lasst mich gerne wissen, ob ihr das Editing okay findet und wie man das Game eventuell upscalen kann, ohne dass es die Auflösung zurücksetzt. Ich habe es bisher nicht geschafft. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.